Dame, gospe in gospodje, dragi gostje, dragi umetniki, dobrodošli, kot je že Matej povedal, na 26. razstavi, ki si sledijo druga za drugo, in sicer ki jo pripravlja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Ok, jaz sem kuratorka in z sodelovanjem, res intenzivnim sodelovanjem Generalnega konzulata in treh konzulov do zdaj. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen auf dieser Ausstellung, der schon, wie schon gesagt war, 26. auf der Reihe ist und die ohne Generalkonsulat und ohne Verein der Bildenden Künste von Slowenien, wo ich Kuratorin bin, nicht stattfinden werde. Ich muss mich auch sehr schön bedanken bei allen Freunden, und zwar Vorsitzende von BV-Galerie, Margareta Bauer, und eine Künstlerin, Birgit Kranz, die schon bei uns in Ljubljana ausgestellt war. Und zwar ist das schon seit 10 Jahren ungefähr, ein oder 9, aber ich glaube mehr 10 als 9, ein Austauschprojekt, wo Künstler in unserer Galerie, Verein der Bildenden Künste in Slowenien in Ljubljana, auf die Menskega Art ausstellen, und wir in der Galerie BV, das ist eine sehr bekannte und auch sehr zeitgenössische Galerie, und deswegen will ich auch meine Freunde von dort vorstellen. Dovolite, da še predstavim na tem današnjem srečanju dve prijateljici in predstavnici Galerije BV, s katero sodelujemo prav tako že 10 let in brez problemov izmenjavamo razstave, in sicer pri nas enkrat v naši galeriji ZDSLU in v BV imamo spomladi in pa jeseni po eno galerijo z našimi avtori. Aber jetzt zu unseren Künstlern, die heute hier aufstehen und einen Hauch von Frühling mitgebracht hat. Es war trüb, Zeiten sind nicht schön, aber diese Ausstellung ist schön. Predstavljamo tudi naše umetnike, ki so nam s seboj na slovensko Koroško prinesli kanček pomladi. Temno je bilo, ni bilo lepo, čudni časi so, ampak Matjaž in Luka sta prispevala k dobremu počutju in pripravila lepo razstavo. Es sind zwei Künstler, die aus der Küstenregion stammen, und zwar Luka aus Goriška Brda und Matjaž aus Piran. Beide haben auf der Akademie di Belle Arti in Venedig studiert. Und wir sehen, dass Künstler, die von dort kommen, diese Doktrine, die dort stammt, wo sie studieren, sie sind sehr starke Künstler. Sie haben viel, viel Elan und viel Neuigkeiten. Und wir sind bei uns im Verein der Bildenden Künstler sehr froh, dass diese Künstler mit uns sind. Autor Jakub Staluka in Matjaž prihajata iz Primorske, iz Severne, Luka iz Južne, Matjaž. In oba sta študirala na Akademiji di Belle Arti v Benetkah in moram reči, da smo zelo ponosni in veseli, da sta z nami na Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov, ker sta prinesla veliko novega, veliko energije in ker sta zelo dobra umetnika. Brez laskanja, absolutno, da ne obmoto. Und wenn man jetzt diese Bilder von Matjaž und Skulpturen von Luka sich anschaut, es sind zwei verschiedene Welten. Luka ist ein Künstler, ist auch ein Maler, aber das ist für ihn nicht genug. Er arbeitet als konzeptueller Künstler, als Bildhauer, und natürlich auch als Maler. Er ist immer besorgt für unsere Umgebung. Und diese
Skulpturen sind Ready-Made-Sachen. Das sind schon fertig geworden, weggeworfene Materialien, die man überhaupt nicht mehr ernst nimmt, aber er sammelt sie und er fängt dann langes Prozess, dass die Skulptur am Ende ihn zufrieden. So, wenn er zufrieden ist, dann ist die Skulptur fertig. Und das sind eigentlich Objekte. Luka prihaja, kot sem že povedala, iz Goriških brd in ga zelo skrbi ekologija, zavrženi materiali in dejansko zbira določene elemente, ki jih najde, ki ga prepričajo, začne proces izdelave in izdela skulpturo in ko je zadovoljen, je skulptura zaključena. To je evolutiven proces, ki lahko traja tudi več časa, ne samo trenutku, vzamem, naredim, končam in dejansko vemo vsi, da umetnosti, ne pisanja, ne slikanja, ne skulptur, ne risanja, grafik ne moremo meriti na metre, niso merljive. Luka hat etwas mitgebracht, wie schon gesagt, dass es voll von ökologischen Visionen ist und auch, dass er sorgt sich für unsere Umgebung, für unsere Welt, für uns, für die Natur. Und wenn er seine Objekte zusammenbringt und anfängt zu arbeiten, dauert das nicht nur ich habe es, ich mache es zusammen, es ist fertig. Nein, es dauert. Es könnte auch 2 Jahre dauern, dass das Objekt fertiggestellt ist. Und das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir fragen, wie lange dauert es, dass du so ein Bild oder so eine Skulptur gemacht hast, bitte fragen Sie das niemals. Weil Kunst kann man nicht messen. Kann man nicht messen in Meter, in Tage, in Momente. Es ist, wie es ist. Und es ist sehr mächtig und sehr stolz. Auch selber ist Kunst stolz auf sich. Wie Künstler, die zufrieden sind mit ihren Sachen. Nikoli ne sprašujte umetnikov, koliko časa je trajalo, delo, ki je nastajalo. Umetnost sama je zadovoljna, je ponosna na se, ko se zaključi. Sama živi, sama utripa. Umetnik je nekje, neke vrste, samo generator tega, kar se v njem kopiči. In Luka je naredil dejansko zelo zanimive in izjemne projekte in objekte. Dela pa ciklično. Ni zgolj skulptura, objekti, postavitev v prostoru, novomedijska umetnost, ampak ga zanima tudi v celoti slikanje, risanje in to tudi počne. Er ist nicht nur ein Bildhauer, überhaupt nicht. Er ist auch Maler. Er macht konzeptuelle Projekte, Neumedienprojekte und insgesamt ist er immer auf der Suche. Auf der Suche und er probiert alles, dass etwas Neues kommt. Und jeder Künstler wird die beste Skulptur machen, macht gerne die beste Skulptur, das beste Bild. Und im Großen und Ganzen können Sie jetzt selber bewerten, was er geschafft hat. Vsak umetnik hoče narediti najboljšo sliko, najboljši kip, najboljšo risbo in to je tudi želja naših 2 umetnikov in prosim, pogledajte in sami ocenite, kaj so uspeli. Da se pa še ustavim za trenutek pri Matjažu. Matjaž je zelo lirično navdahnjen, zelo sansko, tudi pravlično lahko rečemo, in kje so nimfe, je ravno nasprotje zavrženim že obstoječim materialom, metamorfozi zavrženih predmetov, kot piše tukaj. In Matjaž se je v svojem razvoju in v svojem delu prav tako razvijal, je začel kot slikar, nadaljeval
kot grafik, dela konceptualne projekte in pa predvsem tudi novomedijske videoprojekte. In mi smo že veliko delali z Matjažom in smo bili zmeraj zelo veseli, da se nam je pridružil. Matjaž iz eigentlich eine Kontrovers zu Luca. Macht sehr lyrisch, lyrische Abstraktion und auch, das sind Märchen. Wo sind die Nymphen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, nicht nur von Matthias, aber es waren in griechische Mythologie und auch in, von Rom, waren Nymphen schöne Halbgöttinnen, die eigentlich für Menschen gesorgt haben, mit Natur zu tun gehabt haben, haben Menschen geholfen. Und sie haben nicht ewig gelebt, aber lange. Und das war eigentlich auch möglich, dass sie auch Priesterin werden. Aber immer waren sie froh, sie haben in Wäldern getanzt, sie waren auf Gebirge, im Wasser und so etwas hat Matjaž geprägt. Matjaž je po drugi strani zelo lirično usmerjen umetnik, ki je ogromno raziskoval tudi v drugih medijih, kot sem že povedala, je to grafika, je tudi objekti, konceptualne postavitve, in pa so novomedijske video inštalacije in pa projekti. Ta projekt, Kje so nimfe, prinaša pomlad. Izhaja iz grške mitologije, kjer so dejansko v nimfe verjeli, jih častili in ta bitja so bili pol bogovi, ki so dolgo živeli, bili so lepe, vsi so jih na nek način častili, pomagali so človeštvu, človeku, bile so povezane z naravo, smrt nimfe je bila zelo žalostna zgodba, so tudi umrle, ampak so bile zelo stare in plesale so po gozdovih, po gorah, v vodah in Matjaža prepričale, da nam bo prinesle pomlad. Sie haben diese Nymphen, haben Matthias so überzeugt, dass sie die Richtige sind, die hier in dieser Umgebung viel, viel Glück und Frühling bringen. Dankeschön, voilà, und ja, genießen Sie diesen Abend. Danke.